Lasst ihn festgebunden. Dich tot sehen. Ich habe deinen Körper geborgen und hergebracht. Zur Rekonstruktion. Warum? Der Imperator musste glauben, dass du tot bist. Jetzt kannst du dich rächen und deine Bestimmung erfüllen. Was wünscht ihr, mein Meister? Die Spione des Imperators überwachen jeden meiner Schritte. Wir brauchen eine Ablenkung. Was für eine Ablenkung? Ein Attentat? Eine einzelne Tat weckt seine Aufmerksamkeit nicht. Stelle eine Armee gegen den Imperator auf. Eine Armee? Ja, eine Allianz von Rebellen und Abtrünnigen. Wenn sie den Imperator und seine Spione abgelenkt haben, schlagen wir zu. Wo fange ich an? Du hast dein Schicksal jetzt selbst in der Hand. Trenne dich von deiner Vergangenheit. Niemand darf wissen, dass du mir dienst. Geh jetzt. Und denk daran, dass die dunkle Seite immer bei dir ist. Ah, Master, ich bin erfreut, dass Sie doch nicht tot sind. Ich hatte schon gefürchtet, dass ich Sie nie vernichten könnte. Du bekommst deine Chance bestimmt, wenn wir hier weg sind. Ja, aber bis dahin soll ich alles tun, was ich kann, um Ihnen beim Untertauchen zu helfen. Soll ich die Rogue Shadow startklar machen? Ja, mach du das nur. Wir treffen uns dort. Ich habe Zugriff auf den Hauptcomputer des Schiffes. Wo ist Juno? Ah ja, die Pilotin. Ich glaube, sie ist noch an Bord. In einer Zelle. Captain Eclipse ist des Verrats angeklagt. Und Lord Vader hat sie ausdrücklich angewiesen, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen. Sie wollen sie doch nicht etwa retten, oder? Ich weiß noch nicht, Proxy. Mach erstmal das Schiff startklar. Wie Sie wünschen, Master. So. Und wir müssen jetzt hier raus. Wie wär's damit? D-Funktion des Probeneindämmungsfeldes im Sektor 10. Alle Trupps in der Nähe werden zur Kontrolle beordert. Ich glaube, ich bin rausgekommen. Auch wenn jetzt hier so ein kleines Problem hab mit L-Sauerstoff. Ich hab das super weiter geplant. So gar nicht. Wobei, diesen Part kenne ich ja gar nicht so genau. Okay. Das scheint also die Lösung zu sein. Ach, die Tür geht gar nicht mit Gewalt auf. Ich habe übrigens einen blauen Lichtschwertkristall gefunden. Wenn ich mich von meiner Vergangenheit trennen soll, brauche ich natürlich einen blauen Lichtschwertkristall. Nicht, weil blau für mich eindeutig die coolere Farbe ist. Nee. Natürlich, weil ich mich von meiner Vergangenheit trennen muss. Hm? Ach, Sturmtruppler, ihr werdet euch nicht sorgen. Das ist schön. Da kann ich hier rausrennen. Ohne dass... Sicherheitsverletzung Sektor 9. Subjekt 1138 ist entkommen. Alle Blaster auf Töten. Man kann die Blaster übrigens auch auf Betäuben stellen. Wir müssen hier raus. Aber das machen sie nicht. Was bist du für ein Ding?
Ihr seid aber ziemlich unauffällig gegen den Mobs. Ich glaube, ihr mögt das Lichtschwert lieber. Oder wenn ich euch durch die Gegend schleudere. Eins von beidem. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Ja. Dankeschön. Ich habe irgendwie mitgerechnet, dass ich jetzt meinen Lichtschwertwurf bekomme. Um ganz ehrlich zu sein. Warnung! Fehlfunktion der Navigationssysteme! Wiederhole! Fehlfunktion der Navigationssysteme! Systeme! Proxy, was hast du angestellt? Ich habe hier einen Navigationsbus zu einem Anschlag gesetzt. Was? Das schien mir der schnellste Weg, um alle Zeugen zu beseitigen. Lord Vader machte deutlich, dass niemand von ihrer Existenz wissen darf. Du versuchst immer noch, mich zu vernichten. Der Imperial ausgeschaltet. Alle Crewmitglieder, Rettungskapseln sichern. Ich habe schon zweimal versucht, es geht nicht. Versuch's nochmal! Versuch's nochmal! Und nochmal! Anscheinend haben die Sturmtruppler irgendwas gefunden gegen Machtanwender. Leider immer noch nicht effektiv genug. Denn ich habe die Macht entfesselt. Spieletitel. Hey, das ist ein Aufzug. Anscheinend. Oh, das funktioniert aber nicht. Gut, hat sich das auch geklärt. Seht ihr, kaum sind die Gärtner nicht. Kaum sind die Gärtner nicht mehr so nervig, ist das Spiel total toll. Oder die Gegner. Dürft ihr euch selbst aussuchen, ob sie Gärtner oder die Gegner sind. Weitere Befehle abwarten. Oh, das ist nicht gut. Proxy, hast du die Kapseln abgeworfen? Natürlich, Master. Können die ganzheitlich aus. Oh, guck mal, da leuchtet was. Oh, guck mal, dass das explodiert. Lordian, ein neuer Energiekristall. Vielleicht mehr Machtblitzschaden oder so ein Spaß. Lustig wäre es auf jeden Fall. Mehr elektrischen Schaden. Gesteigerte Fähigkeit, Blastisches abzuwehren und zu reflektieren. Nee, ich nehme mehr Schaden. Okay, thanks, die. Ich sag gerade, im Bohr leuchtet mein Lichtschwert cool. Hat aber nicht. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Das ist doch komisch toll. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen furchteinflößend. Ey, danke. Ihr habt also was gegen meinen Machtblitz. Das ist... Scheiße. Master, schnell! Wir nähern uns rapide der Sonne. Welcher Sonne? Das war eine Gerede von einer Sonne. Juno! Die Verräterin stirbt mit uns. Er darf sie nicht erreichen. Guck mal, ich habe ein Geschenk für euch. Nennt sich Abgrund. Hoffe, ihr habt es nicht schon. Ich hab ihn. Du kannst dich unsichtbar machen. Du bist so eine coole Sau. Hey, guck mal, Energiequellen. Ob die was tun, wenn ich sie kaputt mache? Lasst es uns rausfinden. Ja, also. Prinzipiell kein Verneiner von Raketen. Ja, prinzipiell. Ich mag Raketen. Kein Ding. Aber nicht in meinem Gesicht. Was passiert wohl, wenn ich das Teil da hochmache? Kann ich es dann etwa kaputt machen? Oder macht es einfach nur die Brücke
Ob die Brücke elektrisiert ist. Ob die Brücke Ausdruck der deutschen Sprache, den ich gerade anscheinend nicht mehr beherrsche. Elektrizität, Oder Strom setzen wäre vielleicht noch eine eigene Formulierung. Aber das sei mir doch viel zu einfach. Vader sagte, ihr wärt tot. Doch ihr seid zurück. Ich wurde als Verräterin geächtet. Das ist mir egal. Es ist mir vollkommen gleichgültig. Ich verlasse das Imperium. Ach, die Sonne. Okay. Niemand folgt uns. Wir sind Lichtjahre von sämtlichen Imperialen entfernt. Was stimmt da nicht? Wir haben die ganze Galaxis vor uns. Trotzdem weiß ich nicht, wohin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Wir vereinen die Feinde des Imperators. Und ich brauche einen, der mich das lehrt, was Vader nicht konnte. Klingt, als jagten wir immer noch Jedi. Und ich glaube, ich weiß von einem, der vielleicht noch lebt. General Kota? Ja. Als wir kämpften, sagte er, sei Teil meiner Zukunft. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nar Shaddaa! Prinzessin Leia, es ist eine Ehre, eine Beobachterin vom Senat. Machen wir uns doch nichts vor, Captain Stern. Wir beide wissen, dass ich als Geisel hier bin, damit mein Vater nichts gegen das Imperium sagt. Dann kennen wir ja beide die Lage, Senatorin. Wenn euer Vater den Mund hält, werde ich euch natürlich beschützen. Wenn nicht, werdet ihr das bedauernswerte Opfer eines Wookiee-Aufstands. Die Sklaven sind hirnlose Tiere. Zeigt mir jetzt mein Quartier. Wie ihr wünscht, Prinzessin. General Kota? Ich hab den Tisch bezahlt, also wer du auch bist, hau ab! Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt, von Nar Shaddaa bis Yost. Wer bist du? Ein Kopfgeldjäger? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht? Seit... Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemand besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Da ist er. Erledigt ihn. Da drüben. Bleibt sofort stehen. Juno, ihr müsst uns vor dem Vapor Room abholen. Und zwar sofort. Schon unterwegs. Anscheinend ist uns kein Moment Ruhe gegönnt. Wann ist dein Lichtschwert? Oh, seit du keins mehr hast. Okay. Ich habe ja dein Lichtschwert. Deswegen ist es blau und nicht grün. So, aber was? Oh, ich habe was Lustiges gelernt. Nämlich das hier.